Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Triple-Leffler, liebe Brands-Family-Fans. Willkommen hier von unserem Kanal, der Sat4SD, bei Rise of the Tomb Raider mit der lieben Lara und mir, dem Sima. Puh. Ja, wir sind auf der Suche nach Jonah, immer noch. Wir begeben uns jetzt zu dieser Radarkuppel oder was ist das? Was sind das denn? Das ist irgendein Lager oder so. Okay. Kann ich da tauchen? Ah ja. Die. Ja, mein Freund entführt. Ich muss euch alle töten. Ich entschuldige mich dafür, aber... Oh, eine Wetterstation. Hübsch. Schön geil, ne? Holy crap, Ding Dong. Mit so einer Eisenbahn. Oh, was haben wir hier? Give it to me, give it to me. Vollautomatikflinte. 3, Teil von 3 von 4. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hä? Ich bin gerade verwirrt. Schönes Chaos. Ziehen wir zusammen mit den anderen ab? Noch nicht. Wir halten die Augen offen und drehen unsere Runden. Macht ihn ganz schön zu schaffen. Apropos Croft. Hey, hilf mir hier mal. Hat uns hierher geführt. Ich mache euch alle fertig. Alle. Alle mache ich fertig. Ihr könnt gar nichts. Gar nichts könnt ihr. Ich mache euch alle fertig. Ja, mein Kumpel entführt. Jetzt müsst ihr gnadenlos verrecken. Sowas gibt's nicht. No mercy. Never, ever. Don't do this shit to me. E-Landeplatz. Okay. Wetterstation. Schon geil, ey. Hat sicher irgendwelche Sachen versteckt. Ah, eben. Wusste ich's doch. Nein, eine moderne Reliquie. Im Innern ist ein kleiner menschlicher Knochen. Sankt Peregrinus. Sankt Peregrinus. Gibt's, glaube ich, auch Wein von, ne? Wir stehen jetzt am Scheitelpunkt einer neuen Welt. Am Scheitelpunkt einer neuen Welt. The Pinky und the Brain, the Pinky und the Brain, the Pinky und the Brain, 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 Brain. Ne? Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Also hier jetzt nichts sonst. Du sollst einfach hochspringen. Hin und wieder. Hier, Steuerung. Blablabla. Ich sag's euch. No go. Eine Patronenhülse, die aber irgendwie seltsam wirkt.
Sie wurde auf Hochglanz poliert. Da ist eine lateinische Inschrift. Eine lateinische Inschrift. My name is Pinky and you are the brain. Ich sterbe nicht in diesem Gottverlassenen. Anna! Anna! Diesmal war ich nah dran. Jonah! Ah ja, Jonah war schon mal hier, oder was? Okay, Momento. Mhm. The Pinky und the Brain. The Pinky und. Oh, oh. In Gefängnis, Block. Roger that. I'm on the way. Hüpfing Flummi. Gibt's hier noch was? Ich will nicht mehr hier hochkommen müssen. Oh, geil. Da-da-da-da. Holy Ice. Du stirbst jetzt. Exekution. Okay. Doch, ich glaube, ich gab ein bisschen zu motiviert. Ich habe das da oben nicht gesehen. Ratten. Ah, sie kann wieder nicht normal, ne? Nein, low force. Holy. Mm. Ja, toll. Du hast Glück, ist das olle Ding da drin, du. Lord Croft. Stopp. Sind wir sicher, dass wir hier nichts haben? Moment. 47% abgeschlossen. Forschungsbasis. Da muss noch mehr haben. Oh. Oh, da drüben hat's einen Gegner. Ich mach dich um. Du hast meinen Kumpel entführt. Du bist sowas von tot. Ah. Rampage. Nein. Da war ich zu schnell jetzt. Da wäre was gewesen. So ein Rucksack. Holy Macaroni. Das war dumm. Kann ich zurück? Wahrscheinlich nicht. Lara. Ich glaube, ich hab da... Lara! Angry girl. Angry girl. Shh. Sie sind ihr gegenüber wirklich loyal. Kill him. Ich bewundere sie. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende.
Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Bitte, bitte nicht! Hör nicht auf ihn! Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. No! Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle. Kill them all. Joner! Es tut mir leid. Ich hätte ihn töten sollen. Aber er war unbewaffnet, ich konnte es nicht. Das musst du auch nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich hier reingezogen habe. Ich dachte, ich könnte mithalten. Sie kommen. Wir sind umstellt. Diesmal passe ich auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Verriegelt die Tür. Angry girl. Whatever it takes. Alle Einheiten kommen. So nicht, ihr Bastardos. Ich weiß, dass du jetzt gern Archäologie-Zeitschriften liest, aber ich bitte dich, wenn du darin etwas eher un... Wir sind fast in Position. Jetzt nehmen wir die Pumpe. Aber das Ziel nicht im Blick. Erwarte Befehle. Position halten und bereit machen. Sie ist gefährlich. Verstanden. Und sie ist wütend. Angry Girl. So nicht, du. So nicht, du. Nein. Nein. Zentrale, wir sind in Position und haben Sichtkontakt zum Ziel. Verdammt. Ihr werdet jetzt alle verrecken. Komm her! Gar nichts werdet ihr. Gar nichts. Ah, die fucking Hubschrauber. Ah. Ihr könnt mir gar nichts. Oh. Haben Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Sichtkontakt zum Ziel. Verdammt! Wir kümmern uns darum. Signatur bestätigt. Klar zum Angriff. Komm her! Komm her! Lass mich schießen! Treib sie raus! Let me battle. Eingekreist. Vorsichtig vorgehen. Vorsichtig vorgehen. Es ist vorbei mit Vorsicht hier. Komm her! Ich töte euch alle, ihr habt mein... Oh. Oh. Okay, die haben Panzerung, ne? Da ging nicht mit der Bombe, du. Eingekreist. Muss vorsichtig vorgehen. Irgendjemand sieht Kontakt. Verschleunigt den Weg. Ja, das ist ja cool.
Komm her. Jonah! Negativ! Jonah! Lara! Ich bin hier. Der jetzt stirbt, ne? Hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe. No. Was nicht? Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. No. No, no. What the fuck? Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Wenn er ihn nicht rettet, dieser Jakob, ne? Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Dann. Weiß ich auch nicht. Bin ich ein bisschen angry hier. Jonah! Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Oh, oh. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher. Vater! Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Er ist der Prophet. Haben wir schon verloren? Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe.
Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Er ist der Prophet! Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. Okay. Lass uns mal kurz rekapitulieren. Lässt uns hier durch das Zeug rennen, durchdrehen, anschießen, durch Feuer latschen, rumhängeln und dann ist er der Prophet von Anfang an. 1000 Jahre alt. Hätte uns einmal von Anfang an sagen können, wo der Scheiß ist, dann hätten wir hingehen können und den Shit einmal kaputt machen oder irgendwas. Aber nein. Aber hey. Er will unser Freund retten. So, jetzt holen wir kurz noch das. Und dann gehen wir zum Lager, weil ich dachte, es hat ein Level abgegeben. Was ist denn hier oben noch? Ah, hier gibt es auch noch was zu tun. Alter, da dreh ich doch durch, ey. Dieser Hoshi, ey. Finde ich jetzt ein bisschen frech von ihm eigentlich. So ein bisschen. Just a little bit, maybe. Ja, es ist ein bisschen frech. Mhm. Lustig, hier bin ich sicher 3 oder 4 Mal durchgelatscht, hab das Ding nie gefunden, nie gesehen. Krassometer, Krassometer. So. Nee. Genauer Schuss. Nee. Waffen-Upgrades. Da brauchen wir diese Spezialbarren da, ne? Irgendwie. Auch von denen. Shotgun. Oh ja. Was haben wir denn hier? Mach mehr Schaden. Boah, die sieht ja geil aus. Okay. Aber sonst jemals noch, was wir gerade machen wollen. Aber ich glaube, das könnte so ziemlich das Ende ergeben. Ich glaube, wenn wir jetzt weggehen hier. Also wir werden sicher nach Beendigung des Spiels nochmal zurückkommen können. Da bin ich mir sicher. Da 90%, das ist noch das da. 90%, 52%. Treibstofftanks zerstört. Oh. Okay. Hier mache ich fast alles. Sowjetflaggen sind noch. Oh, da versteckt sich noch so Zeug. Taler haben wir ein bisschen zu wenig. Da
Da müssen wir da mal noch hin. Irgend so eine olle Sowjetflagge ist noch. Irgendwo war noch so ein Wandgemälde, oder? Haben wir irgendwo noch vergessen gehabt. Weiß nicht mehr wo. Hier unten vielleicht. 93%. Ja. 93%. Wo war denn hier das letzte? Hä? 93%. 82%. 93%. Das ist nur das da. 97%. Hä? Okay, das ist das mit der Hexe. Das ist das hier oben, genau. Sowjetanlage. Oh! Hier war auch noch gar nicht. Oh. Das ist ein Eingang. Krypteneingang. Da waren wir noch nicht drin. Ich glaube, das ist die letzte Krypte. Habe ich jetzt geklickt. Das ist die letzte Krypte da. Ja, da gehen wir jetzt hin und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn wir da sind. Dann machen wir diese paar kleinen Aufgaben da rundherum und dann wollen wir noch sehen, ob wir das Ding gebacken kriegen. In dem Fall, danke fürs Zuschauen. Haut rein. Peace out. Bis zum nächsten Mal.